Willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Showdown. Heute mal wieder im UU-Tier. Und ihr hört vielleicht, dass ich immer noch erkältet bin. Aber ich denke, das sollte uns jetzt nicht daran stören, diesen Part hier aufzunehmen. Und ich gehe dann direkt mal zum Team. Und zwar haben wir hier einmal ein Chillabell, ein Rabigator, ein Panferno, ein Tentoxa, ein Echnatol und ein Simsala. Und wir können direkt in ein Battle reinsteigen. Ja, wieder im UU-Tier. Demnächst werden auch wieder Parts in niedrigeren Tiers kommen. Aber ich hatte mal wieder Bock auf UU. Und boah, ist der Ton gerade laut bei mir. Und das muss ich einmal sonst umstellen. Das war gerade echt schlimm, Leute. Das war total schlimm. Wartet. So. Alter, das war laut. Okay. So, jetzt werde ich erstmal wieder hier normal kommentieren. Auf jeden Fall haben wir hier auf der gegnerischen Seite ein Libeldra, ein Empoleon, ein Akani, ein Shaymin, ein Kramchef ein Lu und ein Lucario. Und an dieser Stelle denke ich einfach mal, na gut, Shaymin habe ich noch nie gegen gekämpft, aber ich glaube, das ist spezial defensiv ausgelegt. Sein Akani ist wahrscheinlich seine. Nee, eher offensiv. Empoleon dafür defensiv. Ich denke, er fängt mit seinem. Wie heißt das? Empoleon an. Das könnte ich mir gut vorstellen. Nee, fängt er doch nicht. Schade, okay. Ich dachte, er fängt mit seinem Empoleon an wegen den Stealth Rocks. Da kann ich dann direkt mal auf U-Turn gehen, weil ich müsste schneller als er sein. Okay, er geht Extreme Speed. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er darauf direkt geht. Okay, und er hat keinen Beulenhelm. Das ist schon mal interessant zu sehen. Also er ist wahrscheinlich offensiv ausgelegt. Wobei er hat Intimidate drauf. Naja, gut. Ich werde jetzt erstmal in meine physisch defensive Wall gehen, und zwar in meinen Koffer Grigas, also mein echter Toll. Okay, das ist physisch defensiv sein Akani. Das habe ich jetzt gerade eben gesehen. Das heißt, ich kann safe auf ein Knockoff gehen, dadurch, dass es letztendlich ja jeden hart treffen wird, denn er hat kein Mega-Pokémon und er wechselt nicht aus. Okay, dann habe ich immerhin schon mal seinen Leftovers weggeholt und natürlich geht er auf den Wall hier, was ich aber. Also womit ich eigentlich kein Problem habe, denn ich habe ja meinen Tentoxa hier rausbekommen. Das heißt, ich kann einfach auf ein Siedewasser gehen, ganz safe. Und ich habe lange schon keinen Showdown mehr gekämpft. Ich muss echt mal wieder reinkommen. Das letzte Mal ist schon ein bisschen her. So, er wechselt in sein eigenes Empoleon. Was heißt in sein eigenes? Er wechselt in sein Empoleon. Ich bekomme Critical. Naja, gut. An dieser Stelle kann ich einfach mal drin bleiben. Er wird wahrscheinlich auf die Stealth Rocks gehen. Ich habe ja einen Rapid Spinner, also habe ich damit kein Problem. Wobei, nein, das lohnt sich nicht. Ich wechsle an dieser Stelle auf mein. Ja, ist die Frage. Das ist gerade die Frage. Ich denke mal, es ist am besten, wenn ich wieder auf meinen Koffer Grigas gehe. Er geht wahrscheinlich auf die Stealth Rocks. Er geht auf Grassnought. Oh, wow, wow. Okay. Gut, dass ich ausgewechselt habe. Das war gut, auf jeden Fall. So, das heißt, er wechselt jetzt wahrscheinlich aus, würde ich sagen, oder? Ich kann hier wieder safe auf den Knockoff gehen, wobei er könnte auch wieder in sein Akani gehen und das predikten. Aber ich gehe einfach mal ganz safe auf den Knockoff und er wechselt auf sein Akani. Okay, war klar. Aber dennoch kann man es ja mal versuchen. Das macht gar nichts durch den Bedroher. Ist ja auch egal. Ich kann einfach mal auf den Shadow Ball gehen, weil er kann mir auch nicht viel machen. Er geht auf den Flare Blitz. Ja, kann er ruhig machen. Er bekommt Rocky Helmet Schaden plus Recoil und der Shadow Ball macht einiges an Schaden. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Sache ist, ich möchte eigentlich nicht noch einen Flare Blitz. Tanken, weil ich habe keinen Bock darauf. Und ich wundere, dass ich Calm Mind drauf habe. Ich habe einfach keinen vierten passenden Move gefunden. Deswegen habe ich Calm Mind drauf. Ich würde an dieser Stelle einfach mal auf Tentoxa wechseln. Weil er wird. Okay, geht auf Morning Sun. Nein. Nein, das ist doof. Ah, das ist sehr, sehr doof gerade. Ich gehe einfach auf ein Siedewasser. Er wird wahrscheinlich wieder auswechseln oder auf ein Extreme Speed gehen. Wobei, das würde sich nicht lohnen. Nein, Extreme Speed wäre hier unsinnig. An dieser Stelle. Wobei, wenn er hier auf sein Empoleon geht, dann gehe ich hier auf mein Chinchino. Das. Wobei. Nein, stopp, stopp, stopp. Auf mein Chinchino oder auf mein Alakazam. Ich gehe auf mein Alakazam. Ich denke mal, das ist die beste. Wobei. Ah, ich bin gerade. Ich möchte nicht overpredicten, aber ich irgendwie schon. Ich muss jetzt hier overpredicten, um ein bisschen in Gang zu kommen. Das könnte jetzt ein Fehler sein, das zu machen, aber ich wechsle auf jeden Fall jetzt hier in mein Chinchino. So, jetzt ist die Frage, was macht er? Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Das hat mich schon immer in Showdown genervt, ein bisschen, aber na, was soll man machen? So, Rufus heißt der. Interessant, interessant. Aber ich denke mal, er wechselt nicht aus. Er wechselt aus? Ja, er wechselt aus. In sein, okay, in sein Shaman. Na gut. Ist jetzt an sich nicht schlecht. Ich gehe einfach mal safe auf ein. Was macht am meisten Schaden? Ich gehe einfach mal auf einen Rock Blast an dieser Stelle. Okay, er wechselt aus. Auf seinen Rufus. Perfekt, perfekt, meine lieben Freunde. Das ist sehr effektiv. Naja, es macht nicht so viel aus wegen dem Bedroher, aber dennoch nicht schlecht.
Das ist auf jeden Fall schöner, auf jeden Fall schöner Schaden. Die Sache ist, er wird jetzt auf ein Turbo-Tempo gehen, weswegen ich hier wieder auf meinen Koffer Grievous wechseln werde, um den Turbo-Tempo zu tanken. Also, weil ich könnte mir jetzt hier nicht vorstellen, dass er auf einen Flareblitz oder auf irgendwas anderes geht. Oder er könnte auf Morning Sun gehen. Oder es predicten, dass ich auswechsle. Das könnte natürlich auch sein. Predicted er es? Ich hoffe nicht. Okay, er wechselt aus. Er wechselt aus. Interessant. Ich habe leider keine Psychokinese hier auf meinem Koffer Grievous. Das wäre echt nicht schlecht gewesen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Ich gehe an dieser Stelle einfach mal auf den Will-O-Wisp. Ich hoffe, dass es physisch ausgelegt ist, der Lucario. Dann wird der Will-O-Wisp mir etwas bringen. Er geht auf den Sword Stance, perfekt. Das heißt, der Will-O-Wisp, er trifft. Somit ist sein Angriff auf jeden Fall schon mal verkrüppelt. Na gut, er ist halt jetzt natürlich hier, kann sich hochboosten. Aber dennoch ist das ganz gut zurzeit. Ich würde sagen, ich wechsle an dieser Stelle auf mein... Das ist jetzt die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal, an dieser Stelle ist es am besten, wenn ich auf mein Alakazam wechsle. Wobei, ich habe Angst, dass er jetzt angreift. Ich gehe an dieser Stelle auf ein Knock-Off, aber ich habe Angst, dass er Justified drauf hat. Okay, er geht nochmal auf den Sword Sense auf. Okay, egal. Noch ein Shadowborner sollte ihn töten. Denn ich glaube nicht, dass er uns mit einem Bullet Punch töten kann. Kann er nicht. Damit müssten wir ihn jetzt töten nach diesem Shadow Power. Perfekt. Gut, Lucario schon mal aus dem Weg, weil Lucario war schon ein kleiner Threat hier für dieses Team. Weil mein Raligato hätte auseinandernehmen können, mein Chinchino, also mein Chitterbell. Und ja, gut, jetzt auch nicht mehr so viel, aber dennoch nicht wenig. So, er wechselt jetzt hier in seinen Handschuh. Wahrscheinlich wird er hier auf einen Tiefschlag gehen. Deswegen gehe ich auf den Will-O-Wisp oder er geht safe auf den Sturzflug. Aber ich predikte hier einfach mal... Okay, er geht auf den Brave Bird. Schade. Ich dachte, vielleicht geht er ja auf einen Tiefschlag. Wäre cool gewesen. Ja, ist klar, wenn dann echter Toll steht, ist es auch klar. So, an dieser Stelle muss ich dann einfach mal in mein... Ich bin immer noch leicht erkältet, also man hört es jetzt auch immer mehr. Ich gehe an dieser Stelle auf mein Crocodile, denn ich habe einen Stone Edge drauf, bin Choice Scarfed, also bin auf jeden Fall schneller. Ist die Sache, er könnte natürlich auswechseln, ne? Es könnte echt gut sein. Ich gehe trotzdem auf den Stone Edge und er geht auf seinen Lily, okay? Und er geht natürlich daneben, der Stone Edge war klar. Das ist doof, aber ich gehe an dieser Stelle auf meinen Infernape, weil, naja, gut, bringt mir jetzt nicht so viel und ich habe keinen Bock, eine Pflanzenattacke zu fressen. So, Dazzling Gleam macht natürlich nicht sehr viel Schaden. Ich würde sagen, an dieser Stelle gehe ich einfach mal auf ein Fake-Out, weil er wird auswechseln, das ist klar. Das heißt, er geht auf sein Akani, was den Beulenhelm trägt, was mir also, es trägt nicht den Beulenhelm, okay. Gut, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ja, das ging aber schnell, dass ich das so schnell vergesse. So, ich würde sagen, ein Close Combat reicht aus. Das reicht auf jeden Fall aus. Das reicht aus, perfekt. Gut. Das heißt, ich kann gleich auswechseln. Die Sache ist jetzt... Boden wechselt er jetzt rein. Okay, er wechselt jetzt in seinen Hunchcrow, was natürlich ein Brave Bird benutzen wird. Deswegen gehe ich auf mein Crocodile. Das sollte eigentlich recht gut wegtanken können. Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, naja. Ich habe ja meine physische Wall leider schon verloren. Aber gut. So, er geht auf den Sucker. Wow, er geht auf den Sucker Punch. Okay, ich habe so innerlich da auch gehofft, dass er darauf geht. Aber er ist wirklich drauf gegangen. Das ist gut. Er weiß natürlich, dass ich die Stone Edge drauf habe und wahrscheinlich auch schon, dass ich Scarfed bin. Das heißt, er wird wieder auf sein, Lily wechseln, weswegen ich wieder auf mein Infernape wechseln werde. Jetzt bitte, war das keine Overprediction, es war gut. Okay, er geht auf sein Iron Pingu, naja gut, das ist auch nicht so schön. Aber ich kann jetzt erstmal safe auf den Fake-Out gehen und den größtmöglichsten Schaden rausholen. Durch den Live-Orb, es macht nicht so viel Schaden, aber in etwas. Okay, jetzt ist die Frage, reicht ein Thunder Punch aus? Reicht der aus? Ich hoffe schon. Und ich merke gerade, ich habe zweimal den... Oh Mann, sorry Leute. Sorry. Ich habe nicht auf die Items genau geschaut. Mein Simsala und mein Panferno haben beide den Fokusgurt. An dieser Stelle müsste ich eigentlich schon direkt aufhören, weil das ist schon ziemlich noobig. Aber, na gut, ich bleibe jetzt hier einfach drin, mache den Close Combat. Aber wieso haben beide den Focus Sash? Ah, ich bin dumm. Es ist jetzt eigentlich sowieso egal, weil Infernape, also Inferno, den Focus Sash nicht gebraucht hat. Aber dennoch, ist es nicht so gut. Focus, was? Focus Energy? Energiefokus? Was? Okay, ich gehe jetzt hier einfach immer auf Close Combat. Hätte ich eigentlich gar nicht gehen müssen. Aber eigentlich bin ich jetzt hier so ein bisschen auf Suicide, Panferno gegangen. Weil ich gerade ein bisschen, ich finde es dumm, dass ich zwei Fokusgurte habe. Das war ziemlich dumm von mir. Naja, gut. Dazzling Gleam knockt mich natürlich jetzt hier an dieser Stelle aus.
Aber kein Problem. Dann kann ich einfach mal auf mein Krokodil gehen, denn es wird beide sehr effektiv treffen. Also ihn nicht, aber so oder so ist er down nach dem, nach dem Move. Also werde ich einfach mal auf Safe auf den Earthquake gehen. Er wechselt trotzdem aus. Earthquake sollte den Iron Pingu töten. Und das würde ich sagen, ist GG. Natürlich, die beiden Fokusgurte habe ich beide nicht gebraucht, aber ich habe leider nicht drauf geachtet. Weil ich musste nämlich die Teams kurz vorher nochmal umstellen. Ja, dadurch, dass letztendlich, einmal kurz in GG schreiben, dadurch, dass letztendlich ein Pokémon dann doch im BL war, also in der Borderline, was ich eigentlich geplant hatte für den Part. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat dieser Part viel Spaß bereitet. Heute mal wieder ein Kampf nur, weil er ziemlich lange war und demnächst auch ohne doppelte Items zu haben. Bis dann und ciao.